Ich fühle mich, guten Morgen, wie ein Burgfräulein, sagt man heute, glaube ich, nicht mehr. Wo ist mein lieber Herr Medro? Ich sehe ihn gerade nicht. Burgfrau, da ist er, genau, der Ideengeber. Als Burgfrau auf Zeit in diesen ehrwürdigen, wunderschönen Gemäuern möchte ich auch ganz herzlich guten Morgen sagen. Und zwar nicht im Namen der Fachstelle, das korrigiere ich an der Stelle gern nochmal oder ergänze es, sondern im Namen der Arbeitsgruppe, der Projektgruppe, der Berliner Kampagne zur Suchtprävention, na klar. Ganz viele, wir koordinieren die Kampagne seit 8 Jahren und wir haben auch für viele Details geplant, aber tatsächlich ist dieses Konzept, dass wir heute hier in diesen Räumen sind, nicht auf unserem Mist gewachsen, um das mal salopp zu sagen, sondern auf den fruchtbaren Boden vieler denkender Köpfe in der Projektgruppe der Landesinitiative. Also das ganze Konzept, das etwas außergewöhnliche Programm, haben wir uns zusammen ausgedacht und haben dafür auch ein paar Monate gebraucht, wie das so geht, ne? Wie kann so eine Fachtagung ablaufen. Und da möchte ich an allererster Stelle ein sehr herzliches Dankeschön geben und vielleicht auch einen ersten Applaus von Ihnen nochmal einheimsen für die Mitglieder der Arbeitsgruppe der Landesinitiative, die ich gleich im Einzelnen nochmal vorstellen werde. Herzlichen Dank. Der Gastgeber, ohne Herr Hanke wird gleich zu uns sprechen und uns vielleicht durcheinander bringen, vielleicht doch noch nicht. Ohne den Gastgeber, den Bezirk Spandau, mit dem Stadtrat, Herrn Hanke, der heute da ist für Jugend und Bildung, und seinem hoch engagierten Suchthilfe- und Suchtpräventionskoordinator Dirk Welzel, der nicht nur, das ist der Mann da in der Piratenuniform, das ist aber echt ein Applaus wert, weil wer noch keine Tagung, viele haben vielleicht schon eine organisiert, wer noch keine organisiert hat, dem sei gesagt, es hängen so viele kleine Dinge bis hin zu der Leinwand und der Raum und die Säulen, die geklärt werden mussten. Und da ist Herr Welzel einfach der Mann gewesen, der nicht nur das alles mit organisiert hat, sondern der ideenreich und tatkräftig auch die kleinste Sache und Herausforderung gelöst hat. Danke. Die AOK Nordost, ich weiß nicht, ob heute Kolleginnen da sind, hat einfach diese Veranstaltung erfreulicherweise und sehr dankenswerterweise auch finanziell unterstützt. Die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft, der Bereich Schule, ich habe Herrn Medro schon genannt, der sitzt da außen rechts und hat sich schon zu erkennen gegeben, ist für die Suchtprävention in Berlin mit seinem System der Prävention an Schule einfach ein enorm wichtiger Mitstreiter und Partner für die Prävention in Berlin und hat auch diese Fachtagung umfangreich mit unterstützt. Dafür herzlichen Dank an die Senatsverwaltung für Bildung in dem Fall. Alle Bezirke, die Suchthilfekoordinatorinnen und Koordinatoren aller Berliner Bezirke, der Landessportbund, der Einzelhandel, die Landesstelle für Suchtfragen, 2 Senatsverwaltungen, das Projekt HALT, reaktiv und proaktiv, sind und noch einige mehr Mitglieder dieser Steuerungsgruppe, die die Tagung heute vorbereitet hat. All denen haben Sie schon gedankt. Jetzt kommen die letzten, last, aber dann wirklich jetzt von meiner Stelle least. Die Bezirke Tempelhof-Schöneberg, Friedrichshain-Kreuzberg und Neukölln haben über die Konzeptentwicklung und die ganze Organisation dieser Fachtagung hinaus auch noch nicht nur ideell, sondern auch finanziell diese Veranstaltung unterstützt, damit wir Ihnen heute, das war ein ganz großes Anliegen, diese Tagung inklusive aller Beiträge, Filmen, ein Catering ohne eine Teilnahmegebühr zur Verfügung stellen können. Und das ging nur, wir hätten es sonst nicht gekonnt, dank der Unterstützung der genannten Bezirke und Spandau als Gastgeber. Vielen herzlichen Dank. Applaus